Konnichiwa, meine kleinen lieben süßen Otomatomodachis und herzlich willkommen zu Zelt zu lieben Ladies, die Liebesgeschichten aus dem Sharehouse. Ach ja, meine Lieben, ich bin super gut gelaunt, weil das neue Album von Urashima Sakata-sen raus ist. Ah, das ist so cool, als ich den Preview gesehen habe. Dann dachte ich nur so, oh, voll episch, voll episch, voll episch. Und ich hab die endlich. Ah, das ist so toll. Ah. Ey, wenn du mir das jetzt kaputt machst, meine super gute Laune, dann hasse ich dich. Wirklich. Also diese Laune kannst du mir jetzt nicht kaputt machen. Das Krankenhaus und die Krankenschwester beginnen die Verhandlung wegen den Vergleiches, also wegen des Skandals. Das Krankenhaus will nichts bezahlen, wie immer. Wie wird Shingo reagieren? Das ist doch gut, wenn die nichts bezahlen wollen. Also ich würde das gut finden, wenn ich fürs Krankenhaus wäre. Episode 7, die Entscheidung. Ach komm, bitte. Ich habe voll gute Laune gerade. Ja? Shingo ging mit Ryosaki und Hatoriyama-san vergessen in das Büro des Direktors. Oh je. Entschuldigen Sie, Herr Direktor. Der Anwalt der Gegenpartei ist da. Lassen Sie uns also über den Vergleich sprechen. Heißt das wirklich Vergleich? Oder eigentlich ist das eine Verhandlung. Kann man das nicht einfach in einer Verhandlung sprechen? Na gut, egal. Bitte. Sind Sie jetzt bereit zu bezahlen? Lassen Sie uns zur Sache kommen. Wir lehnen es ab, irgendwelche Bezahlungen zu hinterlegen. Sie wollen das hier also vor Gericht bringen? Nun, uns wird das nichts ausmachen. Wir werden von unserer Seite Hatoriyama-san wegen Verleugnung und falscher Beschuldigung anklagen. Verleugnung? Sie wollen es also nicht zugeben? Natürlich nicht. Der Direktor hat keine Belästigung begangen. Aber wir haben eine Zeugin. Ja, ich habe mit der Schwester gesprochen, die gesagt hat, sie wäre Zeugin der Belästigung geworden. Auf ihrem Weg zur Toilette hat sie gesehen, wie Hatoriyama-san den in einer Ecke betrunkenen eingeschlafenen Direktor zu wecken versuche. Sie wurde gebeten zu helfen, um den Direktor wieder zu seinem Stuhl zu bringen, und sie hat geholfen. Jedoch hat Hatoriyama-san nichts von irgendeiner Belästigung verlauten lassen. Sie hat erst 2 Wochen später der gleichen Schwester erzählt, dass, als sie sich um den betrunkenen Dreck gekümmert hat, dieser sie gegen die Wand gedrückt habe und ihr dann einen Kuss aufgezwungen haben soll. Diese Zeugin hat also nichts gesehen, wie die Belästigung geschehen ist. Und wenn es einen Übergriff gegeben hat, warum haben sie denn nicht direkt zu ihr gesagt? Ich hatte Panik. Ich konnte doch nicht sagen, dass ich belästigt worden bin. Nach einiger Zeit jedoch habe ich mir gedacht, es ist besser, es zu sagen. Das ist so faul. Sogar ich kann das sagen. Ich bin kein Direktor, ich bin kein Anwalt, ich bin kein was weiß ich noch. Verstehst du? Sogar ich merke, dass das schon faul ist. Es ist ganz normal für Frauen, dass sie direkt nach dem Übergriff nicht in der Lage sind, darüber zu sprechen. Übertreib mal nicht. Oh, Entschuldigung, vielleicht ist es für sie zu schwierig, die Gefühlswelt einer Frau zu nachzuvollziehen. Ich hasse ihn, ich komme nicht mit dem klar. Wir haben noch mehr Beweise. Beweise? Ich habe mich durch die Aufnahmen der Sicherheitskameras gearbeitet, die im Restaurant sind. Was? Dort gab es Kameras? Jedoch, Hatoriyama-san und der Direktor befanden sich in einem blinden Punkt. Deshalb konnte nichts festgehalten werden. Was soll das dann für ein Beweis sein? Jedoch habe ich etwas anderes auf dem Band gefunden. 3 Minuten nachdem der Direktor auf die Toilette gegangen ist, kam Hatoriyama-san. Und 1 Minute später kam die Schwester, welche sich als Zeugin gemeldet hat. Was wollen Sie damit sagen? Es wäre doch sicherlich sehr schwer gewesen für den Direktor, Hatoriyama-san in 1 Minute gegen die Wand gedrückt hat, die bedrängt und dann eingeschlafen ist. Das ist nur Ihre persönliche Meinung. Nun, ich werde überprüfen, ob es in 1 Minute möglich ist oder eben nicht.
Hatoriyama-san hat sich doch sicherlich gewehrt und somit denke ich, dass es ein Ding der Unmöglichkeit ist. Und wenn Hatoriyama-san seinen Lippenstift getragen hat, zu der Zeit, dann wäre das natürlich auch ein Beweis, dass der Direktor sie geküsst hat. Ich habe leider kein Kameramaterial davon. Und deshalb werde ich die Angestellten weiter befragen, um mehr Informationen zu erhalten. Alle sind jetzt willig zu kooperieren. Die Krankenschwester biss sich auf die Lippen, als sie Shingos Worte hörte, aber Yosaki setzte zum Widerspruch an. Direkt der Miura war so betrunken, dass er Erinnerungslücken hat. Wie kann er da sagen, dass er keinen Übergriff begangen hat? Weil wir sein Anwalt sind und wir ihn glauben, weil wir sein Anwalt sind. Bist du komplett behindert? Ich muss ihn verteidigen, auch wenn das passiert wäre, du dummes Arschloch. Wenn sie einen Kampf wollen, dann werden sie den auch bekommen. Wenn ihre Worte vor Gericht als Lüge enttarnt werden, dann sind sie es, die ein Problem bekommen wird. Deshalb, uns macht es nichts aus, vor Gericht zu gehen. Igarashi-kun, ich kann das hier nicht publik werden lassen. Es wird den Namen des Krankenhauses beschmutzen. Nun, das ist, was ihr Claim sagt. Zahlen Sie das Geld und das, und alles ist geregelt. Direktor. Wenn Sie das Geld zahlen, dann bin ich zufrieden. Das ist so falsch. Ich habe keine Zeit für einen Streit vor Gericht. Zeit? Hatoriyama-san, haben Sie vielleicht Geldprobleme und Sie müssen so schnell es geht Ihre Rechnung bezahlen? Und deshalb haben Sie sich diese infame Lüge ausgedacht, weil Sie das Geld brauchten? So ist es doch, oder? Nein, das stimmt nicht. Oh doch, das stimmt schon. Du machst das ja für einen guten Sinn, aber widersprach die Krankenschwester, als an der Tür geklopft wurde. Wer ist da? Keine Ahnung. Wahrscheinlich wir, oder? Yep, definitiv wir. Nein! Oh, na gut. Entschuldigen Sie, Yuta-kun und ich brachten Yuta-kun in das Büro des Direktors. Ah, doch, wir sind das. Yuta-kun und Kime, was geht hier vor? Nun, das ist... Yuta-kun rannte zu Hatoriyama-san, als ich versuchte es zu erklären. Große Schwester! Yuta-kun? Du musst aufhören, wegen mir zu lügen. Lügen? Von meiner Untersuchung hat Yuta-kun Yuta-kun in mein Zimmer gebracht. Und Yuta-kun hat mir die Wahrheit erzählt. Ich habe ihn hier hingebracht, weil er dir etwas erzählen will. Mir? Worum geht es denn? Große Schwester lügt, um mich zu retten. Große Schwester? Hatoriyama-san, die Krankenschwester, richtig? Ja, nun, als ich der Große Schwester gesagt habe, dass ich die Operation wollte, um zu leben, hat sie wohl versucht, Geld vom Direktor für meine Operation zu bekommen. Der Direktor ist also unschuldig. Ich denke nicht, dass er sie belästigt hat. Aber dass Yuta-kun so sich traut, überhaupt das zu sagen, weil normalerweise hört man ja nicht auf kleine Kinder. Ich finde das so richtig beeindruckend von den Jungen, auch wenn der ziemlich frech ist. Yuta-kun hat es vor uns beiden zugegeben. Wer glaubt schon die Geschichten so eines Bengels? Hatoriyama-san! Tja, wie gesagt, normalerweise glaubt man nicht in kleinen Kindern. Yuta-kun starrte in Hatoriyama-sans Gesicht, welche nach unten sah. Große Schwester, du hast mir gesagt, dass wenn man lügt, dann wollen die Leute nichts mehr mit einem zu tun haben. Du hast mir gesagt, ich soll nicht lügen. Dann darfst du aber auch nicht lügen. Yuta-kun. Als Hatoriyama diese Worte vernahm, sah sie Shingo und den Direktor an, bevor sie sich tief verbeugte. Die Geschichte, dass der Direktor mich belästigt hat, es war eine Lüge. Es tut mir aufrichtig leid. Yuta-kun, es tut mir leid, dass ich gelogen habe. Das musst du nicht. Es tut mir leid, dass ich dich um etwas Unmögliches gebeten habe. Mir geht es gut. Ich brauche keine Operation. Yuta-kun versuchte zu lächeln, begann aber zu husten. Yuta-kun, lass uns in dein Zimmer gehen. Yuta-kun ging mit Yuta-kun wieder aus dem Raum. Direktor, gibt es niemanden hier im Krankenhaus, der Yuta-kun reparieren kann? Es gibt ein paar Ärzte. Oh, Stimme, warte. Es gibt ein paar Ärzte, die schon mal zu einer Prozedur vorgenommen haben für diese Krankheit. Was? Egal, scheiß drauf, mich eingeschlossen. Aber wir haben zu wenig Erfahrung und die Erfolgsraten sind zu niedrig hier in Japan. Deshalb können wir ihn hier nur mit Medikamenten behandeln.
Die Einrichtung, in der er lebt, stimmt einer Operation auch nicht zu und sieht die medikamentöse Behandlung vor. Aber im Ausland kann er mit einer Methode behandelt werden, die in diesem Land noch nicht zugelassen ist. Aber dafür... Ja, dafür braucht man Geld. Ich habe mit der Einrichtung geredet, aber dort hieß es, man kann so viel Geld nicht aufbringen. Und deshalb haben sie versucht, den Direktor zu benutzen, um an das Geld zu kommen. Sie haben recht. Ich habe versucht, mit der Belästigungsgeschichte Geld von ihm zu bekommen. Ich verstehe das Ganze nicht. Warum sollte sich jemand so viele Gedanken um ein Kind machen, das nicht normal mit einem verwandt ist? Eine Person mit Familie wird das wohl nicht verstehen können. Auch wenn man mit Leuten zusammen ist, liegt man einen dieser Menschen wirklich am Herzen. Ich wollte nicht, dass Yutokon einsam sterben muss. Wie können Sie sagen, dass der Junge einsam ist? Ich bin in der gleichen Einrichtung aufgewachsen, deshalb weiß ich, wie er sich fühlt. Ich war dort immer einsam. Es ist doch lächerlich zu lügen und sich strafbar zu machen, nur weil man im gleichen Heim aufgewachsen ist. Sie hätten mich niemals in so einen Mist hineinziehen dürfen. Alter, was für ein asoziales Arschloch. Ich hätte fast einer Kriminellen geholfen. Shingo funkelte Yosaki-san an, als dieser seufzte. Wenn sie ihre Klienten ehrlich begutachtet hätten, hätten sie bemerken müssen, dass es eine Lüge ist. Was? Sie haben nicht mehr versucht, alles nachzuprüfen. Sie sind kein Anwalt. Wer bist du, dass du mir sowas sagen kannst? Einfach so in der Kanzlei zu kündigen und das einfache Leben eines Hausanwalts zu führen? Da liegen sie vielleicht richtig, aber zumindest kenne ich meine Klienten. Yosaki-san verzog das Gesicht über diese Worte. Direktor, können Sie den Transport des Jungen in die USA unterstützen? Ich kann nichts Besonderes nur für einen Jungen tun. Es gibt nichts, was ich tun kann. Dann gibt es nichts mehr, was man für den Jungen tun kann. Alles, was sie getan haben, war umsonst. Er hat recht. Jetzt ist zwar die Wahrheit ans Licht gekommen, aber niemand ist gerettet. Das brach mir fast, als ich das traurige Gesicht von Hatakiyama-san sah. Ich habe, glaube ich, Herz nicht gelesen. Ich weiß gerade nicht mehr. Was ist denn? Ich fühle mich so schutzlos. Warum? Ich wollte Yutokon helfen, aber ich kann nichts tun. Das stimmt nicht. Der Junge hat dir die Wahrheit gesagt, weil er dir vertraut. Du hast dir davon abgehalten, eine Straftat zu begehen. Er ist dir dafür dankbar. Wie auch immer, dieses Gespräch hier ist beendet. Für den Moment ist dieses Problem geklärt. Mein Handy klingelte, als wir gerade das Gespräch beendeten. Entschuldigung. Ich entschuldigte mich und ging an das Handy. Okay, Mitchan, das Meeting fängt gleich an. Ja, Entschuldigung, ich bin sofort da, sagte ich und legte auf. Was ist? Ich habe das Treffen für das Festival in Shirokanedai vergessen. Daran solltest du dich beeilen. Ich muss noch mit dem Direktor reden. Okay. Als ich das Zimmer verließ, hatte ich auf einmal eine Idee. Ah. Direktor, wegen der Dinge mit diesem Vorfall. Warte, Shingo. Was? Ich habe eine gute Idee. Oh Gott, das ist voll cool, dass wir helfen wollen. Ich hätte es definitiv auch unterstützt. Das ist cool. Ich freue mich. Gott sei Dank ist alles gut gegangen. Jetzt bin ich noch mehr glücklich. Nächste Episode, die Krankenschwester gesteht, dass sie gelogen hat, um den Jungen zu retten. Die Heldin hat eine Idee, wie sie den Jungen retten kann. Oder können. Auf jeden Fall, ich hoffe, es gibt einen Daumen hoch für diese Episode. Es war einfach heldenhaft, richtig cool und ja, zu viel Gelaber. Aber hey, na gut. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bye bye, ciao ciao, sayonara, sabada, tomodachi, I love you und bye bye.